whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Hallo und herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und ich stehe heute auf den Produktionshallen von der John Distillery. Und im Hintergrund sieht man einmal das Warehouse, was schon so ein bisschen schwarz ist, von dem Distillers Mold, den man so kennt. Und ganz im Hintergrund sind dann die Berge von der Goa-Region. Sehr, sehr schöne Urlaubsregion, kann ich euch nur empfehlen. Ich bin jetzt hier im April da, es ist sehr heiß. Aber eine wirklich schöne Region. Und in diesen Regionen, da hinten in den Bergen, da regnet das Wasser, regnet es stark und das Wasser fließt dann hier runter ins Tal, wo dann die John-Brennerei ihren eigenen Brunnen gegraben hat, um die richtige Wasserqualität zu bekommen. Denn das ist einer der Hauptgründe, wenn man einen Platz für die Brennerei sucht, und zwar ist es die Qualität des Wassers. Sie haben eine große Analyse gemacht und die Goa-Region hier war die beste und deswegen hat die John-Brennerei 1993 wurde sie hier aufgebaut. Ja, und da schauen wir heute mal, was die John-Brennerei für einen tollen Whisky macht. Ich stehe im Malzlager von der John-Brennerei und hinter mir stapeln sich die Säcke von Malz. Das Malz kommt aus der Region im nördlichen Himalaya und die Regionen heißen Uttar Pradesh und Rajasthan. Und diese werden dann hier in das Gitter eingefüllt und gehen dann über den Aufzug hoch in die Malzmühle. Und wenn ich mir hier das Datum auf den Packungen anschaue, ist das Malz auch sehr frisch. Im Obergeschoss geht das Malz erstmal durch eine magnetische Schranke und alle metallischen Teile werden aus dem Malz entfernt. Dann kommt das Malz hier in das Sieb und im Sieb werden nochmal Steine und andere Verunreinigungen ausgefiltert, die Malzmühle beschädigen könnten. Außerdem haben sie hier bei der John-Brennerei noch was Besonderes und das ist dieser Anschluss hier. Das ist ein Zyklotron, also im Grunde ein großer Staubsauger, der hier ein Vakuum entstehen lässt und alle Teile, die nicht am Malz dran sind, wegnehmen. Also alle Verunreinigungen und Ballaststoffe, die noch an Malz dranhängen. Das sind Geschmäcker, die werden später Geschmäcker machen, die John-Brennerei nicht haben wird. Und genau deswegen saugen sie diese überschüssigen kleinen Teile des Malzes ab. Danach geht das Ganze in die Malzmühle. Das ist jetzt die Malzmühle und die John-Brennerei hat einen einstufigen Prozess. Und zwar haben sie eine Zwei-Rollen-Mühle und hinter mir ist dann dieser kleine Hebel. Und mit diesem kleinen Hebel kann man dann die Qualität des Getreides testen. Das ist jetzt die Mash-Tun. Die John-Brennerei hat eine sehr moderne Mash-Tun aus rostfreiem Stahl. Und diese Mash-Tun beinhaltet dann 2 Tonnen gemälzte Gerste und wird dann in 3 Waschgängen wird daraus dann der süße Gerstensaft erstellt. Und am Ende haben wir 12.000 Liter vom süßen Gerstensaft, der in die Fermentation geht. Normalerweise wird in den meisten Brennereien dann ein 4. Waschgang angesetzt, der dann im 1. Waschgang wiederverwendet wird. Die John-Brennerei verzichtet da mit Absicht drauf, denn sie hat Angst vor Cross-Kontamination und dass dort andere Bakterien reinkommen könnten und ihre Qualität beeinflussen könnten. Und wenn wir hier reinschauen, dann sehen wir, da wird auf Sauberkeit geachtet, dass wir hier wirklich keine Bakterien drin haben und nur die Hefe daran arbeiten kann und die Qualität und der Geschmack wirklich stimmt. Jetzt kommen wir zur Fermentation. Fermentation bei der John-Brennerei wird in diesen großen rostfreien Stahltanks vollzogen und das Bier braucht 5 Stunden, bis es ein 5% alkoholhaltiges Gemisch produziert. Und das Besondere ist, nach diesen 60 Stunden Fermentation lässt die John-Brennerei das Bier immer noch ruhen und dann setzt eine andere Art der Fermentation ein. Und diese Fermentation gibt dem Bier eine Komplexität, die dann später auch im Whisky ist. Und das ist genau das, was die John-Brennerei damit erreichen will. Und wenn man da reinschaut, sieht man, ja, auch hier steigt viel CO2 auf.
Und die John-Brennerei hat 8 Fermentationskessel mit jeweils 18.000 Litern Kapazität. Und 12.000 Liter davon sind dann mit dem Mash befüllt. Was auch noch besonders ist, sie haben Kühlungsschleifen und diese Kühlungsschleifen kühlen das Bier auf 28 Grad Celsius ab. Nachdem dann die 12.000 Liter fertig fermentiert sind, geht es ab in die Wash Still. Hinter mir ist jetzt die erste Brennstufe, und zwar die Wash Still. Und sie hat eine Kapazität von 15.000 Litern, wird dann mit einem Fermentierkessel mit 12.000 Litern befüllt. Und sie brennen recht niedrig, sie sind bei 15% Alkohol nach der Wash Still. Und das Besondere ist, wir haben hier eine Reflux Bowl und einen ansteigenden Line Arm, der dann in den Kondensator geht. Das Besondere dabei ist, wir haben sehr viel Kupferkontakt, und der ansteigende Line Arm bedeutet, dass alles, was im Line Arm kondensiert, geht wieder zurück in den Pot. Das heißt, wir haben dort auch viel mehr Wechsel statt, viel mehr Kupferkontakt und dadurch einen besser gebrannten Whisky. Besondere bei der John-Brennerei ist, nachdem es kondensiert wurde, wird es extra nochmal in einem zweiten Kühlschritt nochmal runtergekühlt auf 25 Grad und dann geht es ab in die Spirit Still. Die zweite Brennstufe ist dann die Spirit Still. Sie hat eine Kapazität von 9.000 Litern, wobei sie mit 5.000 Litern mit den Low Wines der Wash Still befüllt wird und auch den rezyklisierten Teilen des letzten Batches gebrannt wird. Die Alkoholstärke nach dem Brennen beträgt 63,5% Alkohol und wird durch den Kondensator kondensiert und nochmal weiter heruntergekühlt in einem zweiten Schritt. Und das hier ist jetzt der Arbeitsplatz des Distillers und Master Distillers. Und zwar sind hier die Ausgänge der beiden Brennblasen, die man dann hier umstellen kann, wo dann das Herzstück und der Vorlauf und der Nachlauf getrennt werden. Und das Besondere ist hier sieht man keine Messinstrumente. Man sieht keine Temperaturmessungen, man sieht keine Alkoholmeter. Es ist auch nicht verschlossen. Und das ist für die John-Brennerei ziemlich wichtig, denn sie gehen nach Geschmack und nach Geruch. Das heißt, der Master Distiller und seine Distiller-Kollegen gehen bei jedem Batch hin und probieren das, was zurzeit produziert wird, und sagen dann, okay, und jetzt haben wir genau den Punkt erreicht, woraus wir unseren Whisky ins Fass abfüllen wollen. Das heißt, wir haben hier sehr, sehr viel Handarbeit, bedeutet natürlich auch, dass die John-Brennerei sehr viel Wert auf Schulung legen muss, damit die Qualität gleich bleibt und vor allem gut bleibt. So, ich bin jetzt in einem der zwei Warehouses von der John-Brennerei, und sie haben einmal ein normales Blech-Warehouse mit einem Racked-Warehouse und eben diesen schönen Keller hier. Und der Keller, der ist echt klasse. Der Keller riecht einfach, wie man es von einem Whisky-Lager kennt. Man hat diesen Holzgeruch, so leicht muffig, und einfach diesen Whisky im Hintergrund, wo man und merkt, aller Whisky, der hier so drin lagert, der verschwimmt hier in diesem Geruch. Was haben wir denn hier im Lagerhaus? Und zwar hat die John-Brennerei alle ihre Whiskys bis jetzt mit American Ex-Bourbon Casks, also Ex-Bourbon Barrels, gemacht. Und wenn man hier oben mal drauf schaut, das habe ich in Amerika gelernt, kann man an den Nieten immer erkennen, wo das Fass herkommt. Ich habe hier MO, das heißt, das kommt aus Missouri. Und dann gibt es hier keine Barcodes, sondern es wird alles noch per Hand hier mit Farbe draufgerollt und dann mit schwarzer Farbe draufgeschrieben, was denn dieses Fass enthält. P1 heißt erste Füllung, das heißt, hier ist vorher war Bourbon drin, jetzt ist John Newmake drin. Die Casknummer und ein Datum, wann das Fass befüllt wurde. Also wurde es Dezember 2013 befüllt. Wir sind jetzt in 2016, also hat dieses Fass ungefähr 2,5 Jahre hinter sich. Wenn ich das rechne, 2015, 2,5 Jahre hinter sich. Gut, was auch noch besonders ist, ist die,
der Angels Share. Natürlich ist es hier, gibt es drei Jahreszeiten, die sind heiß, heiß und am heißesten. Und wir verlieren relativ viel durch Verdunstung. Und das bedeutet, dass 8% ungefähr im Mittel verloren werden. Was aber jetzt im Gegensatz zu anderen Ländern, die auch heiße Klima haben, wie zum Beispiel ein heißer Sommer in Kentucky, verliert man auch recht viel, ist, hier haben wir eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Und das bedeutet, dass das Wasser im Whisky nicht so schnell verdunsten kann wie der Alkohol. Und dadurch sinkt hier die Alkoholstärke. Die John-Brennerei füllt mit 63,5% ab. Und nach so und so vielen Jahren sinkt dann das Alkohollevel. Aber es bleibt natürlich immer über 40%. Darauf wird geachtet. Was sehr interessant ist auch bei der John-Brennerei ist, dass hier keine Fässer so richtig rumgerollt werden. Denn die Fachböden hier, die Regale, diese Stahlregale, werden einmal mit Fässern befüllt, die leer reingebracht werden. Und dann werden die Fässer mit Schläuchen in dem Warehouse befüllt, sodass wir keine Probleme haben mit schweren Fässern, die rumrollen, die jemand über den Fuß rollen könnte, was dann Arbeiter verletzen könnte. Was dann natürlich wichtig ist, wenn man seine Fässer befüllt, ist, dass man seine verschiedenen New Make Spirits trennt. Und zwar haben wir hier einen getauften Kessel und daneben einen nicht getorften Kessel. Und da wird besonders darauf geachtet, dass nichts vom Getorften im Ungetorften landen könnte, weil das würde man dann herausschmecken. Und wer hier im Hintergrund ganz besonders genau hingeschaut hat, sieht, da steht schon ein Sherryfass. Und das ist ein experimentelles Sherryfass, wo die John-Brennerei einfach mal ausprobiert, wie man denn einen guten Sherry-Whisky machen kann, mit Sherry-Finish oder reiner Sherry-Lagerung, den sie dann irgendwann mal in Zukunft auf den Markt bringen wollen. Ja, das war die Brennerei und jetzt gibt es noch ein kleines Interview. So, I'm standing here with Michael John. You've been with the distillery for 24 years now and you're the master distiller, so a lot of knowledge there. Thank you for having us. Welcome. And let's try your products. What you got for us? Okay, first of all, Paul John is 100% Indian whiskey. Mm-hmm. Made out of 100% Indian ingredients. We use Indian six-row barley, which is grown in the foothills of Himalayas. Mm-hmm. The difference between two-row, which is generally used for Scotch manufacturing, is the two-row is high on carbohydrate and less in protein, mm-hmm. whereas Indian barley is high in protein and less in carbohydrate. This is the reason we get lesser yield out of mm-hmm. every ton of barley. Mm-hmm. Coming back to the tasting profile, since Indian barley is grown in the hotter climate, wherein the protein is high, it gives us more richer character. So we're looking at more of a spicy whiskey, am I right? Our whiskeys, certain flavors or tasting notes are synonymous. That is, our whiskeys are huge on honey, vanilla, citrus, coffee mocha, mm-hmm. and some of the tropical spicy notes. Mm-hmm. Today we have five expressions, mm-hmm. three in flagships and two in select cast. Flagships are bottled at 46%, non-chill mm-hmm. filtered, no color, no flavor is added. The first flagship is Brilliance, which is unpeated whiskey. Mm-hmm. Edited is with a hint of peat, whereas Bold is completely peated. Okay. Yeah. Brilliance is very elegant, floral, easy drinkable whiskey mm-hmm. Because not many people like single malts in India. Most of the people prefer blended whiskies because that is more easy drinkable and more mellower. Mm-hmm. So anybody would like to try single malt, for mm-hmm. them this is the whiskey. Edited is with a hint of peat, as I said, it's more traditional, more complex than the Brilliance. This is for more of a serious whiskey drinkers. Mm-hmm. Bold, of course, it is a completely peated whiskey. Mm-hmm. We import peat from Scotland, mm-hmm. in two different regions. One is from Aberdeen, one is from Islay. Aberdeen peat is more of a maritime character, more mellower, whereas Islay peat is more sharp, having mm-hmm. medicinal character. So for Bold, I have used Islay peat, mm-hmm. whereas Edited has got two peats from different regions. Okay, so we start with the classic one.
exactly. This is Brilliance. As I said, Brilliance is very elegant and easy drinkable one. And as usual, it's 100% ex-bourbon. Okay. Brilliance is, again, it's from the first and second fill casks. Mm-hmm. We use 100% ex-bourbon barrels. We don't, as of now, we have not used any alternative barrels such as sherry or Mizunara. Mm-hmm. For the Indian climate, the bourbon or American white oak is more suitable because it is more elegant. Mm-hmm. Because and another reason is American oak contains less tannins, which will not make whiskey astringent. Okay. Okay. This is Brilliance. So 46% alcohol. This is 46%, non-chill filtered, no color, no flavor. In India, because of the climate, whiskey matures very fast. Mm-hmm. 1 year in India is almost equivalent to 4 years in Scotland. Mm-hmm. So this is because basically when the whiskey is in the barrel, it goes through two different phases. One is extractive phase, wherein the whiskey interacts with the wood and extract flavors. So this is the additive maturation? Exactly. And the second phase is reactive phase, wherein all the chemical components within the whiskey start reacting together. Mm-hmm. Both the phases happens at two different climate temperature, as you know. Mm-hmm. The extractive phase generally happens when the climate is very high or hot. The reactive phase generally happens when the climate is relatively cold. Mm-hmm. Since in Goa, the temperature is always on a higher side, we get maximum extraction from the barrel. Mm-hmm. So this makes whiskey very rich. Rich. Yes. Okay, so you don't heat up your whiskey before no. you... So you see, okay. On the nose, it's very very floral. Oh, yeah. It's huge on honey, vanilla. I got the honey first. Tropical fruity notes. Mm, yeah. I have to say now, today it's really warm. Maybe in the close-up you can see that I'm sweating a bit. So you get a really, I don't know if it's whiskey or it's the temperature that you're getting a lot of smell out there. You don't have to put your nose fully in to experience the and whole whiskey. And also you have to remember this is bottled at 46%. Mm-hmm. Most of the Scotch whiskies are bottled either at 40% or 42%. Yeah. Which makes that whiskey, those whiskies more mellower because there's more water in it. Yeah, it's a single malt expert drink here, I guess. So, yeah, cheers. Cheers. Mm. On the palate, it's very sweet. Mm-hmm. Very creamy, yeah, little metallic, because when we distilled these whiskies 7 years ago, the stills were relatively new. Mm-hmm. You know, it has imparted a little bit of copperish, which is giving a little bit of extra bite. Mm-hmm. But I also get a bit of... It's a little nuttier. I would have said earthy tones, but now you say nuttier now, I'm tasting nuts. But it's, I like it, the sweetness is... Very balanced with the rest of the taste. Exactly. The finish is again, it's long. Mm-hmm. Yeah, it's a little spicy. Yeah, there is no bitter tone. It holds on pretty long. I like it. So demand this is really whiskey, high for this whiskey. So you're thinking about expanding, or is there any? Can you up the production? Is there anything yes, going exactly. on? Exactly, and we have already decided to put two more pot stills. So you already we are distilling 3,000 liters every day. Mm-hmm. So two more additional pot stills would give us 3,000 extra liters of single malt, which makes it to 6,000 liters every day. So you will this would do the exact pot stills, or do you? We are doing the mirror imaging. That means we will have the replica of similar pot stills. Mm-hmm. You put it in this hall here, or do you want to build a new hall? We have space beside the existing distillery. Mm-hmm. So in another 8 months' time, you would see additional two pot stills. Oh, that's fast. Okay, so the next one is the Brilliance? Next one is the Edited. Edited. Okay. Before the Edited, I would like to do the Selectcast okay. Classic. Mm-hmm. Selectcast Classic is unpeated Whiskey.
Don't spoil the unpeated with the peated. Unpeated whiskey. Again, this is chosen from the best of the casks. Again, this is from two different casks, that is first and second fills. So is this like a limited edition? Can we look forward to enjoying that more often, or is that... Exactly, this is a limited edition, but we will have not more than 1,000 cases every year. Oh, okay, that's not much. Not more than 1,000 cases. So this whiskey, again, it's unpeated from the ex-bourbon barrels. Mm-hmm. First and second fills, the age of the whiskey is 7 years. Mm-hmm. Brilliance was elegant and floral, easy drinkable one. The classic is more complex than the first one. Mm-hmm. Again, it has got the notes of honey, vanilla, chocolate, coffee, mocha. I get a bit more of a, have to say, flowery note. Yeah. But also it's get a bit floral. Of chocolate. Exactly. That's definitely a bit of mocha. Mm. On the palate, again, it's very sweet, very creamy. Mm. Mm-hmm. Long, salivating. I have to say, I would say this is a bit more easy. Oh, now it comes a bit of a glowing sensation and a bit of a peppery touch, I have to say. It's more spicier than the first one. Mm-hmm. Oh, I like it. Mm. Unfortunately, these two hasn't reached our market yet. Maybe because there are only 1,000 bottles already. Maybe that is the reason. Hopefully, the next batch we will try to make it a little more bigger. Mm-hmm. So yeah, that would be nice. So I'm seeing the normal ones, peated ones, in the middle ones. What about sherry expressions? We have a couple of sherry butts, which is under observation. Few of them are very good. So we have decided to add a couple of more barrels. In a few months' time, you should have a special release of special release from sherry butts. Ah, okay, that is cool. Very nice. Okay. The next, moving on to the edited. Edited is with a hint of peat. With a hint of peat. Mm. Do you... Slightly peated. Do you run by the you, numbers, like PPM, you, or do you just... If you talk about PPM, it is not more than 10 PPM. So very lightly peated ones. And you said that's more of a, what do you call it, not a medicinal character, but how did you call that? This is more subtle. On the nose, it is nothing. I mean, you would not find peat at all. Nah. There's it's huge on chocolate mint. Chocolate, coffee mocha, chocolate. Yeah, honey. Yeah, bit of caramel, I would say. On the palate, it is again, it's sweet. Mm-hmm. Mm. And it's huge on palate. Mm-hmm. You can feel the peatiness. The peatiness is like a cloud covering in your mouth. But it's exactly. Very smooth. It's really smooth. This is one of the highly rated whiskey we have today. This is also 46%. This is also 46%, non-chill filtered, no color, no flavor. It doesn't feel like 46% from the glow, but from the taste, there's a lot going on. Exactly. There's a bit of a spice thing going on. So all of whiskeys, since it is bottled at 46% and non-chill filtered, a couple of drops of water would really allow the whiskey to open up. Mm-hmm. So Goa is famous for its beaches, and when we go around, there are tourists all around. So can you visit the distillery? Officially, we have not started the whiskey tours. Mm-hmm. Hopefully, by 2017, we should be ready to host people for whiskey tours. Okay. Because all these years we were more concentrating on the brand building and the manufacturing.
Mm-hmm. You know? Unless we have good whiskies, you know, we cannot invite people to see the discovery and the manufacturing process. Your main goal is to make good whiskey showing the people so good whiskey. So now we have made good whiskies. People have received these whiskies very well. They've appreciated it. You know, we receive a lot of calls from people to come and see the distilleries. Mm-hmm. So we thought of, you know, expanding our operations. At the same time, we will have the visitor center and other things coming up shortly. It would take approximately a year's time. Mm-hmm. Hopefully by 2017, we should be ready with whiskey tours. So if you fancy a nice beach holiday, and visit a distillery on the side with a really good single malt, and you're already in 2017 watching this, then fly over to Goa and visit the Paul John Distillery. Definitely worth a visit. I always visited earlier, I have to say. Very nice distillery. Thank you. Okay, so what else? Moving on to the peated ones. As I said, we import peat from two different regions in Scotland. Mm-hmm. One is from Islay and one is from Aberdeen. The bold is made out of Islay peat. Okay. It's more intense. It's more bolder. Okay, yeah. If you're interested in where the Islay peat comes from, is it from Port Ellen? It's in and around Port Ellen, actually. Okay. So I've made a video about Port Ellen. I can show you a link here. We have very good source of peat. Are you also running the numbers for this one? Okay, if you talk about PPM, it is in between 30 to 35. Mm-hmm. It is not as intense as Islay malts. The reason is, you know, we didn't want to make something like Islay whiskies. You know, mm-hmm. We wanted to have something different. Mm-hmm. If you see, this whiskey is from the first fill casks, 7-year-old, having both the characters. It's not only about peat, it is having the rich character from the barrel. Mm, okay. It's very, very robust. It's very rich. A lot of tropical dry fruity notes. Mm-hmm. It's high on, you know, dark chocolate. I can already smell it from here. It's leather, you know, tobacco. I think this is the one that my father horsed like that much. Yeah. It's very sweet on the nose. Mm-hmm. It's very but sweet. You can already have of that, a little of this velvety smoky flavor, like a chimney, and you're sitting in your chair and you smell a bit of leather around and all that. Oh, that is beautiful. That is really beautiful on the nose. If you can deliver that on the tongue, that. See, Islay peat has got its own distinct character. It is very intense, very sharp. Peat overpowers all the other aromas. Where in here we have very balanced notes from the barrel as well as from the peat. Mm-hmm. Well integrated together. You know, it's very sweet, smooth, long. It's good. I like it. I can't believe it's 46% alcohol. It's very subtle on your tongue, and you have that smoke that comes on strong and fades out with chocolate notes and, as you said, a bit of leather notes. I think we should compare this with the other peat. Again, select cask peat is something similar to classic, but classic is unpeated whiskey. This is completely 100% peat. 100% peat. 100% peat. And again, from the first fill casks. Mm-hmm. Select cask peated is. So who does the cask selection? I personally visit the cooperages. I personally visit different distilleries in the U.S. Mm-hmm. Inspect the barrels, then import those barrels. And what else I wanted to ask you is so you run all the batches from the stills. Exactly. See, currently we are having very small operations. We do three shifts. Mm-hmm. Most of the time I'm here at the distilleries, you know, doing the cuts. We are fortunately allowed to keep the spirit safes open, so that each and every cut we do by sensory, we taste the whiskey, we smell it,
We do the visuals and then we do the fractions. So it must be a really interesting job to see you can just change the spirit to what you want to do and choose the barrels and then have them mature and try to bring out the product that pleases. Since we are having a small operation, everything is possible. Mm-hmm. But once we grow, once we step up the production, then we would require. Already we have good talented youngsters mm-hmm. under me working here. So you're already having apprentices? Yes, exactly. Okay. They're already very well trained mm-hmm. to handle the distillation and the other processes. Mm-hmm. That's it. Good. So this is like... This is again bottled at 55%. Oh, 55? Cask strength. Mm-hmm. This is 100% peated whiskey. If we talk about PPM, it is in between again 30 to 35. Mm-hmm. Has got two different peats in this. Peat from Islay and Aberdeen. Ah, okay. This is cool to see a mixture. Again. On the nose, the peat is like not that intense. Other peaty whiskies. This is more richer. Mm. It doesn't come on that strong, but it builds up. It's huge, yeah. You have a glowing sensation. This is very salivating. Mm. Oh, yeah. I really like that. I have to really look out for that one. Mm-hmm. So, great whiskies you have here. So, I think this is the end of our tour now. Thank you very much for having us. Pleasure having you. And it was a pleasure being here. So, if you ever happen to be in the Goa region, this is a must visit. And yeah, thank you for watching. If you find this video interesting, then please feel free to share this video with your friends or any on Facebook or anywhere else you like.